zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Beim letzten Mal waren wir ja stehen geblieben bei einem letzten Rohr in Richtung Turbolader, beziehungsweise ist, glaube ich, das Rohr, ich zeige es euch gleich, was in Richtung Frischluft auf der Fahrerseite geht, also sozusagen eher Inlet vom Turbolader. Da waren wir stehen geblieben. Hier sehen wir jetzt die Teile von der Luftansaugung, die ich beim letzten Mal bereits ausgebaut habe. Ich habe die Teile jetzt noch nicht gereinigt. Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal die Turbolader noch ausbauen. Und ja, da hat es jetzt hier schon so ein bisschen was angesammelt. Zusätzlich dazu liegt natürlich weiter vorne, liegt hier dann auch mal dieser Unterfahrschutz mit den V-Bahn-Schellen. Da habe ich jetzt nachgeschaut. Die muss man laut BMW ersetzen. Das heißt, das werde ich tun. Die Kurbelgehäuseentlüftung, die haben wir ja letztes Mal gemeinsam geöffnet. Die habe ich jetzt schon mal vorgereinigt. Das ist also schon erledigt. Die kann dann wieder rein. Da liegen noch die alten Katalysatoren. Und wie gesagt, heute geht es jetzt weiter in Sachen Ladeluft. So, hier sind wir jetzt das letzte Mal stehen geblieben. Es ist natürlich wie immer wieder ein wenig dunkel. Und zwar haben wir jetzt hier noch, da seht ihr, da habe ich bereits dieses kleine Bypassstück von der Kurbelgehäuseentlüftung habe ich entfernt. Hier oben habe ich auch die Schraube gelöst, das sieht man. Und jetzt ist es eben so, das ist wie gesagt die Frischluftansaugung von der Bank 1, also Turbo 1, Bank 1. Und die ist noch fest am Turbo. Da sind zwei Schrauben. Eine konnte ich bereits lösen. Ich versuche das mal für euch einzufangen. Ja, schwierig aus der Position. Müssen wir wahrscheinlich von unten gucken. Auf jeden Fall ist da eine Schraube noch fest. Die konnte ich bisher nicht lösen. Die sitzt dort unten. Ich weiß nicht, ob ich das eingefangen bekomme. Doch, das müsste jetzt eigentlich zu sehen sein. Ich werde das ein bisschen highlighten in der Nachbearbeitung. Die müssen wir jetzt noch lösen, am besten von unten. Und ja, danach kann ich anfangen, die Hitzeschutzbleche vom Turbo und so abzubauen. Das sehen wir dann gleich. Jetzt geht erstmal unter das Fahrzeug und ich schaue, ob ich die eine Schraube noch gelöst bekomme und dann dieses letzte Stückchen Luftschlauch in Richtung Turbo noch gelöst bekomme. Ansonsten ist ja schon alles raus. So, hier ist wieder wenig Platz, hier also mit der GoPro. Und da sehen wir jetzt, da ist noch eine Schraube vorhanden. Die muss ich jetzt noch lösen. Ich versuche die mal ein bisschen besser anzustrahlen. So, die andere auf der anderen Seite kann man jetzt nur erahnen, die habe ich aber schon gelöst. Hier hängt natürlich noch die Lambda-Sonde und wenn ich die Schraube jetzt noch losbekomme, dann sollten wir auch den Schlauch rauskriegen und ja, schauen wir mal, wie das läuft. So, ich habe jetzt unten die letzte Schraube gelöst. Das habt ihr hoffentlich eben auch gerade gesehen. Das ist so eine Schraube, die hat hier so eine Art kleine Unterlegscheibe, die sich mitdreht. Und oben ist es eine 10er. Davon sind, wie gesagt, zwei Stück unten an diesem Ansaugrohr, was Frischluft von der Fahrerseite in Richtung dem Turbolader Bank 1 fördert. Dieses Rohr bezüglich der Kurbelgehäuseentlüftung habe ich ja schon entnommen. Da ist unten noch so ein Stecker, den habe ich auch schon rausgesteckt. Und theoretisch sollte sich das Ganze jetzt lösen lassen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Okay, jetzt ist da natürlich relativ wenig Platz. Ich werde wahrscheinlich den Ansaugschnorchel von der Fahrerseite hier auch noch entfernen müssen, damit ich da rankomme. Vermute ich jetzt mal. Oh, diese Scheißstecker. Man drückt sie nach unten, aber es bewegt sich so gut wie nichts.
Jetzt versuche ich das hier mit dem Schraubenzieher runterzudrücken. Ja, das hat funktioniert. So. Ist hier noch so ein Unterdruckschlauch, habe ich auch mal entfernt. Schaue ich mal, ob ich das hier nach oben weggezogen bekomme. Jawohl. Ja, super. Gleich ist gar kein Auto mehr da. Habe ich alles ausgebaut. So, ich packe den mal schnell zur Seite. So, jetzt sollte aber genug Platz sein, dass wir das hier nach vorne wegziehen können. Ja, jetzt funktioniert das. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil da dieser Halter ist, dass ich den am Motorblock vorbei bekomme, ohne dass er abbricht. Und das ist wie Tetris. Sorry, dass ich da so im Bild bin, aber ich sehe sonst auch nichts. Ach komm schon, ist echt alles im Weg. Jetzt alle. Okay, da haben wir ihn. So, das war jetzt der letzte Schlauch, der noch gefehlt hat. Der war, wie gesagt, hier am Motorblock gesichert. Dann war hier unten durch diese Öffnung war so ein Sensor gesteckt in das Rohr für die Kurbelgehäuseentlüftung. Das habe ich ja schon entnommen. Die war hier gesichert. Und hier unten waren, wie gesagt, am Turbo zwei Schrauben oder sind am Turbo zwei Schrauben. Und dann ist das hier mit zwei Zehner Nüssen nochmal gesichert. Das ist auch so ein bisschen ölfeucht, sieht man jetzt hier. Werde ich dann also auch reinigen, jetzt wo ich es ausgebaut habe. Ja, das Gute ist, wenn ich jetzt hier drüben auch alles weg habe, kann ich den Wasserbehälter oder den Ausgleichsbehälter noch ein bisschen zur Seite nehmen und dann auch nochmal die Boostpipe kontrollieren, beziehungsweise da nochmal sicherstellen, dass die auch wirklich sauber sitzt. So, was haben wir hier noch? Okay, das habe ich vorher abgebaut, das sollte ich vielleicht auch mal markieren bei der Gelegenheit, wo es hingehört. Ja, super, das war das letzte Rohr. Jetzt kann es, wie gesagt, an den Turboausbau gehen.
Jetzt habt ihr gesehen, wie ich hier nochmal einiges abgebaut habe, vor allem eben die Hitzeschutzbleche plus natürlich die, ja, ich sag mal, eigentliche Domstrebe, die hier oben normalerweise sitzt, diese Aluminiumdomstrebe, die habe ich abmontiert und auch diese Plastikverkleidung darunter, um dann hier hinten dort an den Stecker für die Lambda-Sonde zu kommen, denn das ist die Sonde von der Bank 2 bzw. von dem Katalysator der Bank 2, wo ich das Kabel abgepitcht habe, also sprich die Lambda-Sonde, die auch direkt vor dem kaputten Katalysator saß. Die habe ich jetzt bereits erneuert. Da ist also die neue Lambda-Sonde drin. Die hängt jetzt hier runter. Das ist hier die neue Lambda-Sonde. Die muss ich dann später entsprechend verbauen. Dann, wie gesagt, werde ich das Ganze einmal grundreinigen müssen. Ihr seht, hier ist jede Menge Dreck überall. So werde ich das nicht lassen. Das werde ich dann, wenn ich den Turbo da raus habe, entsprechend nochmal reinigen. Das gilt natürlich nicht nur für diese Beifahrerseite, sondern hier drüben ein bisschen wenig Licht. Moment. Gilt nicht nur für die Beifahrerseite, sondern gilt natürlich auch für die Fahrerseite hier. Dort werde ich das auch alles reinigen. Ja, und wenn das dann passiert ist, dann kann alles wieder rein. Aber jetzt, wie gesagt, muss ich ja erstmal den Turbo rausbekommen. Also ich werde jetzt versuchen, im ersten Moment erstmal nur den Turbo von der Bank 2 auszubauen. Und werde den Turbo von der Bank 1 mal drin belassen. Ich versuche hier vorne sitzt ja das Verdichterrad. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eingefangen bekomme. Die Kamera stellt natürlich wieder nicht scharf, ich liebe es. Okay, jetzt hat sie es geschafft. Genau dort vorne, da habe ich ja schon die ganze Verrohrung abgebaut. Und dort ist eben das Verdichtergehäuse und das Verdichterrad. Dort werde ich jetzt gleich mal schauen, wie viel Spiel da vorhanden ist. Wenn da kein Spiel vorhanden ist, werde ich den Turbo von der Bank 1 wahrscheinlich drin lassen. Ihr seht ja, hier ist auch noch dieses Hitzeschutzblech. Das werde ich jetzt aber, damit ich mir ein bisschen leichter tue, auf jeden Fall noch demontieren. Das ist unten. Da komme ich jetzt von hier oben nicht hin. Das ist unten nochmal am Turbo mit einer Schraube befestigt. Da werde ich das Auto nochmal hochlassen. Dann werde ich die Ölleitungen hier vom Turbo von der Bank 2 abbauen. Und dann probiere ich mal, ob ich den da rausbekomme. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wie gesagt, jetzt schaue ich erstmal, dass ich das Hitzeschutzblech dort unten von dem Turbo von der Bank 1 noch gelöst bekomme. Und da drüben der Haufen mit den Teilen, der wird immer größer. Das ist echt irgendwie eine ganz schöne Menge. So, also weiter geht's. So, jetzt wieder unter dem Auto mit der GoPro. Wie ihr sehen könnt, hier ist super wenig Platz. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gehabt, meine Ratsche anzusetzen. Ich habe jetzt hier den Vielzahn, einfach nur den Aufsatz angesetzt und mir dann einen Schlüssel genommen. So, jetzt habe ich die Lampe wieder aus dem Mund. Also wie gesagt, dann den Schlüssel genommen und mit dem Schlüssel die Schraube gelöst. Hier drüben ist es so, da kam ich mit der Verlängerung hin, da musste ich allerdings hier hinten durch. Und auch hier vorne, ich bin also hier vorne mit dem Schlüssel ran und der Verlängerung, um dann die Schraube hier hinten lösen zu können. Jetzt schraube ich die mal ab. So, da haben wir jetzt die erste Schraube, jetzt da hinten noch die zweite. So, da ist jetzt die zweite Schraube. Ich hoffe, das waren alle Schrauben. Ich habe jetzt keine weitere gesehen. Ich probiere mal, ob ich das Blech bewegen kann. Ist immer noch sehr fest. Okay, das waren definitiv nicht die richtigen Schrauben. Super, ich suche weiter. So, ich habe die letzte, also hoffentlich letzte Schraube jetzt gefunden. Mal schauen, ob ihr das auch sehen könnt. Dort. Es ist ein bisschen schwierig anzuleuchten, aber dort sitzt auch noch mal eine. Die habe ich jetzt schon angelöst und ist echt auch schwierig zu filmen. Also ja, da ist auf jeden Fall noch mal eine. Jetzt kann man es ganz gut sehen. Die versuche ich jetzt auch noch rauszuschrauben. Mal gucken, was dann das Blech sagt. So, die Schraube habe ich jetzt auch rausgeholt. Jetzt ist das Blech lose. Das kann ich jetzt natürlich nicht nach unten rausziehen. Das muss ich von oben rausziehen. Wenn ich jetzt aber hier unten bin,
Schaue ich auf jeden Fall gleich mal wegen der Ölleitungen. So, bevor es jetzt oben weitergeht, habe ich gesehen, hier hat es ja diese Ölzulauf- und Ölablaufleitung. Genau, hier haben wir einmal so eine Ölleitung, die hingeht. Ich mache das in der Nachbearbeitung. Genau, und die habe ich jetzt bereits angelöst, die eine Schraube, und auch schon entfernt. Dann haben wir hier noch eine Schraube, wo die Ölleitung gehalten wird. Die werde ich jetzt alle mal lösen und gucken, ob ich die Ölleitungen rausbekomme. Ungern würde ich die Ölleitung hier unten rausziehen, denn die geht ja direkt in die Ölwanne. Also am liebsten wäre mir, wenn ich die Ölleitungen hier oben gelöst bekomme. Das muss ich jetzt mal schauen. Und wenn das dann geschafft ist, dann, ja, dann geht es oben weiter. Aber wie gesagt, erstmal hier an der Stelle weiter die Schrauben lösen. So, kleines ernüchterndes Status-Update. Also die Ölrücklaufleitung hier, da seht ihr, die ist gesichert, auch wieder mit so einer Vielzahn-Schraube. Da komme ich nicht hin, denn hier ist die Motorstütze, also die Stütze von dem ersten Motorlager oder von dem Motorlager auf der Beifahrerseite im Weg. Und dort oben an der Rücklaufleitung, direkt am Turbolader, sind auch nochmal zwei Vielzahn. Den da würde ich vielleicht gelöst bekommen, aber den Vielzahn auf der anderen Seite, da komme ich auch nicht hin wegen diesem Halter. Bedeutet, ich kann zwar die anderen Leitungen alle lösen, aber ich kriege halt hier diese Rücklaufleitung nicht gelöst. Und dann kann ich den Turbo auch nicht ausbauen. Bedeutet, ich brauche jetzt irgendeine Möglichkeit, um den Motor abzustützen, damit ich hier diese Motorstütze abbauen kann. Hier ist eine Schraube, da ist eine Schraube, dort hinten dran ist eine Schraube und dann ist das Ding wahrscheinlich auch noch hier im Motorlager verschraubt. Die musste ich alle lösen. Da muss ich den Motorblock sozusagen abstützen, vielleicht auch ein bisschen hochheben und dann müsste ich die rausnehmen. Und nur wenn ich die rausnehme, dieses ganze Teil, dann komme ich an die Leitungen ran. Das ist jetzt echt scheiße. Denn auf meiner Hebebühne den Motor anzuheben, weiß nicht, ob das so gut ist wegen der Gewichtsverteilung. Die andere Hebebühne ist noch nicht da. Außerdem ist er jetzt ja auch nicht fahrbereit. Ist dann auch die Frage, gut, ich kriege ihn wahrscheinlich irgendwie auf die andere Hebebühne gezogen. Ich werde jetzt oben mal noch das eine Blech rausbauen. Dann prüfe ich mal das Lagerspiel von dem Turbolader Bank 1. Schau mal, wo da die Leitungen sind. Vielleicht kann ich ja den Turbolader Bank 1 ausbauen, aber hier den eigentlichen, den ich ausbauen müsste, da komme ich jetzt leider nicht weiter. Um das Hitzeschutzblech hier jetzt zu entfernen, musste ich unten einige Schrauben lösen, sehr schwer zugänglich. Ich habe dann in dem Zug auch gleich mal geschaut, wie das ist mit den Öl-Zu- bzw. Ablaufleitungen. Habe dann dabei festgestellt, dass leider zwei Schrauben, gerade bei dem Turbolader Bank 2, der ja defekt ist, so positioniert sind, dass ich die nicht rausbekomme. Da ist dieser Arm von dem Motorlager im Weg. Also auf dem Motorlager sitzt ja so ein Trägerarm, der dann den Motorblock stützt. Und dieser Arm ist im Weg. Bedeutet, ich muss den Motor anheben, muss diesen Trägerarm ausbauen. Und erst dann komme ich an diese Schrauben für die Zu- und Ablaufleitung. Furchtbar ärgerlich, aber bedeutet, ich komme jetzt hier mit dem Equipment, was mir zur Verfügung steht, nicht weiter. Ich werde jetzt mal das Blech versuchen noch rauszuholen. Ich versuche es einigermaßen gut belichtet für euch ins Bild zu bekommen. Also hier dieses Blech. Ist jetzt hier diese Ölleitung im Weg. Einmal was einfach, ne? Das wäre irgendwie schon cool. Sieht fast so aus, als ob ich die Leitung zuerst demontieren muss. Leider ist die natürlich mit der anderen Leitung verbunden, die ich nicht gelöst bekomme. Ah, herrlich, herrlich. Das ist echt irgendwie... Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Anstatt dass man da einfach zwei individuelle Leitungen macht, nein, alles irgendwie miteinander verwurstelt und vielen Dank, lieber Ingenieur. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt mal hier die Lambda-Sonden beschriftet, dass ich weiß, das ist Vorkat-Lambda-Sonde Bank 2, das ist Vorkat-Lambda-Sonde Bank 1. Ich habe die mal ein bisschen eingepackt in so Luftpolsterfolie. Dann habe ich hier den Versteller bzw. die Ansteuerung für den Wastegate-Motor Bank 2 abgesteckt. Das gleiche habe ich auch dort unten gemacht für die Bank 1. Das sieht man jetzt schlecht, aber die Stecker sind auch schon ab. Dann habe ich angefangen, die Ölleitungen an die Schrauben, wo ich rangekommen bin, zu lösen. Leider sitzt das immer noch so fest, dass ich das nicht nach vorne ziehen kann
um das Hitzeschutzblech rauszunehmen. Und hier drüben sitzt auch nochmal eine Schraube. Ich weiß nicht, ob man das sieht, man jetzt wahrscheinlich schlecht. Ich muss dann gleich mal Freihand filmen. Moment. Wie gesagt, jetzt mal Freihand. Hier ist natürlich lichttechnisch wieder schwierig, aber ich denke, man kann es erkennen, dass dort an dieser Ölleitung auch nochmal eine Schraube sitzt. Wenn die Kamera scharf stellen würde, könntet ihr es auch erkennen. Nee, sie will nicht. Moment. So, jetzt habe ich einmal manuell scharf gestellt. Da kann man das erkennen. Da sitzt so eine Schraube und wie ihr sehen könnt, ist hier der Platz zu der Seitenwand sehr, sehr eng. So einen kleinen Aufsatz habe ich nicht, als dass ich da hinkäme. Bedeutet, da komme ich auch erst hin, wenn ich den Motor angehoben habe. So, hier kann man jetzt erkennen, die Schraube dort unten habe ich gelöst. Ich highlighte das mal. Dann sitzt unterhalb von dem Wastegate-Versteller noch eine Schraube. Die deute ich jetzt mal im Video an. Die habe ich gelöst und rausgedreht. Also die da oben habe ich auch rausgedreht. Dann dort hinten am Zulauf die Schraube habe ich rausgedreht. Jetzt, wie gesagt, fehlt noch die Schraube hier hinten. Die muss ich noch rausdrehen. Und gegebenenfalls auch noch dort unten. Da geht auch noch mal so eine Bypassleitung von diesem Stück ab. Ich highlighte das jetzt auch mal, diese Bypassleitung. Ja, wenn ich das alles dann lose habe, ist meine Hoffnung, dass ich diese Ölleitung, ich markiere die jetzt auch mal, dass ich die dann gesamt so ein bisschen zurückziehen kann, damit das Hitzeschutzblech rausgeht. Sonst komme ich nicht an die Krümmerschrauben. So, ich komme jetzt hier leider nicht weiter. Ich brauche eine Motorbrücke oder eben eine andere Hebebühne. Eine andere Hebebühne wird jetzt schwer in der kurzen Zeit. Bedeutet, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwo eine Motorbrücke herbekomme, die ich hier ansetzen kann, um den Motor anzuheben. Ich habe auch nachgelesen, in der ISTA-Reparaturanleitung steht das genauso drin, dass man hier mit einem speziellen Werkzeug, also sprich einer Motorbrücke, den Motor 2,5 cm bzw. 25 mm anheben soll. Dann ist beschrieben, dass man eben unten das Motorlager zu lösen hat und abzubauen, also beziehungsweise diesen zusätzlichen Halter, der am Motorlager den Motor stützt, der muss wirklich raus. Dann müssen die Ölleitungen und die Kühlleitungen raus. Hier sind nämlich auch, ich dachte erst, das sind alles Ölleitungen. Ich habe da jetzt aber nachgelesen, das sind gar nicht alles Ölleitungen, sondern da wird der Turbolader auch gekühlt über den Wasserkreislauf. Ziemlich coole Geschichte. Bedeutet aber auch, ich muss dann das Kühlwasser nochmal ablassen. Öl werde ich das nächste Mal auch ablassen, wenn ich hier die Brücke habe. Also da kommt dann erstmal Öl und Kühlflüssigkeit raus. Dann, wie gesagt, Motor anheben. Unten das Motorlager ausbauen, die Ölleitungen abschrauben. Das seht ihr dann alles im nächsten Video. Heute, beziehungsweise in diesem Video, haben wir jetzt eben gesehen, wie ich hier oben die eigentliche Domstrebe entfernt habe. Da hinten diese Plastikabdeckungen. Dann hatte ich am Anfang erwähnt, habe ich die Lambda-Sonde gewechselt, habe die jetzt auch mal eingepackt. Hier die Vor-Cut-Lambda-Sonden, die Nach-Cut-Lambda-Sonden liegen noch unten. Habe angefangen, die Sachen ein bisschen zu beschriften, ja, sodass ich das irgendwann auch wieder zusammengepuzzelt bekomme. Schade, ich hätte eigentlich gerne jetzt hier zumindest einen der Turbos rausbekommen oder zumindest noch das Hitzeschutzblech. Aber das Hitzeschutzblech geht erst weg, wenn die Kühl- und Ölleitungen weg sind. Ansonsten geht das nicht. So ist das jetzt leider. Besser ich habe die Probleme und ihr könnt sehen, auf was auf euch zukommt, damit ihr die gleichen Probleme nicht auch habt. Also ja, ist wirklich eine ganz schöne Arbeit. Dann werde ich auf jeden Fall auch die Zündkerzen tauschen bei der Gelegenheit, wenn das jetzt hier schon alles gut zugänglich ist. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann im nächsten Video zeige, je nachdem, wie gut das dann läuft mit der Motorbrücke, wie gut ich da vorankomme. Aber es kommen auf jeden Fall auch noch die Zündkerzen, das werde ich euch auch zeigen. Und hoffentlich dann auch irgendwann wieder das zusammenpuzzeln, damit das Ding wieder fährt. Also es zieht sich jetzt doch deutlich länger, als ich dachte. Aber gut, das ist jetzt auch schon ein größerer Eingriff. Und auch einfach, wie gesagt, konstruktionstechnisch, das ist alles sehr eng. Leider ist es auch nicht so gelöst, dass man, wie gesagt, ohne den Motor anzuheben, das rausbekommt. Wahrscheinlich werde ich auch den Motor nochmal anheben müssen, wenn ich dann die Downpipe installiere. Denn in der Downpipe-Anleitung stand das auch drin, dass man den Motor anheben muss. Ich dachte erst, ich könnte die Downpipe, wenn der Turbolader raus ist, von hier oben einsetzen, was prinzipiell geht. Dann habe ich aber die Downpipe da unten. Dann ist da unten die Downpipe im Weg. Ob das dann nachher funktioniert, muss ich schauen. Also vielleicht muss ich tatsächlich den Motor sogar zweimal anheben. Einmal, um den Turbo auszubauen und wieder einzubauen. Und einmal, um dann, nachdem ich das Motorlager wieder eingesetzt habe, um dann auch die Downpipe von unten reinzustecken. Das wird sich dann zeigen. Ja, so ist jetzt der aktuelle Stand. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Wie gesagt, habt ihr jetzt gesehen, Domstrebe demontieren, da hinten an die Lambda-Sondenstecker, wie man rankommt,
Die verschiedenen Schrauben für die Ölleitungen habe ich, denke ich, ziemlich gut und alle gezeigt. Die Schrauben für die Hitzeschutzbleche, also ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.